Und damit erstmal, okay, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Luigi's Mansion 3. Ihr wisst Bescheid, ganz genau. Und heute befinden wir uns, wenn ich das hier alles richtig sehe und mich gut informiert habe, in Pyramidia. Ja, ganz genau. Oh mein Gott. Ja, macht ja auch Sinn, so dieses Pyramidenzeugs. Da sind wir alle so ein bisschen drin, Indiana Jones-mäßig, alles voll mit Fallen und so. Das dachte ich mir schon. Wo sich die ganzen Juwelen befinden, weiß ich tatsächlich nicht. Müsste man aber theoretisch nachgucken, aber Geist, das schaffen wir. Gar kein Problem, das ist wieder ein Wandteppich mit Geld dahinter. Wie immer, ein bisschen Geld zum Frühstück. Das ist die perfekte Diät. Ich sag's, wie es ist, Guys. Ihr wisst Bescheid. Da ist Luigi. Lol. Die haben es predicted. Ich möchte nach rechts, weil... Keine Ahnung, wie es da aussieht. Ja, genau. Ich würde schon gerne die Geister sehen, die ich hier auch einfange. Eins, zwei und wunderbar. Nummer drei. Oh weh, dahinter sind jetzt nochmal Geister, ey. Würde nicht. Ein Tresor, das finde ich super. Da ist bestimmt hier ein bisschen Geld drin und das erste Juwel. Nö. Stimmt, der Sand war ja mega dynamisch in dem Game. Oh, der Sand war, glaube ich, der Sand und das Gras aus dem Ökohaus oder wie auch immer das hieß. Meiner Meinung nach das Beste von allen. Da was drin. Ein bisschen hier. Blöde Fledermaus. Oh, ihr seht gar nichts. Es tut mir leid. Hier befindet sich so ein Ball dahinter. Ah ja. Und auch tatsächlich das erste Juwel. Wenn man dem Ganzen zumindest hier trauen darf. Wundervoll, das zweite, weil das erste wahrscheinlich irgendwann später kommt. Und alles ist so ein bisschen skurril. So, kommen wir in diesen riesengroßen Raum hier. Oh mein Gott, der ist ja wirklich riesig. Und eine Pyramide befindet sich da. Und ja, ihr könnt wirklich den Sand komplett wegsaugen. Und... Oh, es tut mir leid, dass ich eure Sandburg kaputt gemacht habe. Das war wirklich nicht der Plan. Waren das alle? Ach so. Ne, da hinten ist doch noch einer. Nicht nur einer, sogar zwei. Oh, das war knapp, das war knapp. Der hätte uns auch kriegen können. Abgesehen von Geld waren da jetzt nur Geister. Das hat sich nie mal gelohnt. Ich werde mich trotzdem ein bisschen hier umgucken. Auch wenn das vielleicht für euch ein bisschen langatmig ist. Ich kann ja, wenn ich dran denke, immer so Dinge rausschneiden, die halt unwichtig sind. Ja, das tue ich, bis ich was Spannendes finde. Wie zum Beispiel hier das nächste Juwel. Okay, mal gucken, was wir draußen noch so finden. Ja, bei der Schlange fehlt das ein oder andere... Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Das ein oder andere Stück. Das ist auf jeden Fall Sass. Bekommen wir was dafür? Wunderbar, da drin ist doch jetzt das nächste Juwel. Ist das nicht schön? Das nimmt, boah, wie der Sand so richtig weggesplasht wie ein Meteor. Und da hinten ist eine Oase, da können wir doch auch gerade mal vorbeischauen. Das ist da vorneweg schon mal ein bisschen, wobei ihr seht ja in der Videolänge, das ist mal wieder so eine etwas längere Etage tatsächlich. Ist die Etage gut? Ich weiß es nicht. Wir wurden gescammt. Die Kiste nehme ich jetzt aber trotzdem mit. Wo ist er denn? Hallo? Sind sie noch da, Herr?
Der Kollege da. Hä? Wie hat er mich denn jetzt getroffen? Das ist jetzt aber schon eher unfair und wir haben ihn wieder nicht im First Try besiegt. Ist das denn zu fassen? Da unten, oder? Ne? Hallo, komm doch jetzt! Brauche mal 10 Jahre. So. Auch er zieht von dannen. Ist da hinten noch was? Sieht ehrlich gesagt nicht so aus. Links war noch eine unsichtbare Kiste mit Perlen und Geld drin. Ist jetzt eher unwichtig. Aber ich würde sagen, wir steppen dann mal hier hoch und... Ja, hier ist ein Eingang. Hallo? Ah, die hat den Stab oben. Nein? Doch. Und wenn wir damit interagieren, öffnet sich die Tür. Richtig? Richtig. Richtig? Wunderbar. Let's go rein da. Wäre super, wenn Sie bitte die Tür für uns öffnen könnten, Herr Luigi. Vielen Dank. Ja, also... Oh, wir können so eine Wedelmaschine anmachen. Ich will auch sowas. Und hier hinten gibt es ziemlich viel Geld tatsächlich. Das würde ich auch ganz gerne mitnehmen. Sind das Türen oder Schränke? Sand. Ja. Ist halt... Macht halt Sinn. Ich würde sagen, wir öffnen den Sarkophag, weil ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Ja, okay, mach's halt noch schlechter, als es sowieso schon ist. Oh, oh, sorry, okay. Ja, an der Stelle glaube ich, wir sind ein bisschen weiter unten rausgekommen. Aber das ist ja erstmal nicht so schlimm. Kannst du mich... Ich konnte plötzlich nichts mehr empfangen. Gibt's Probleme? Du bist in einer Treibsandfalle geraten? Solche Fallen sind Klassiker in Pyramiden. Ja, dass du das vorher hättest erwähnen können, war, stand nicht zur Debatte, oder wie? Luigi, ist ja auch egal. Du musst einen Weg da rausfinden, um Vorsicht vor weiteren Fallen. Ja. Yeah. Was ich davon halten soll, weiß ich noch nicht. Schlangen sind auch ein Ding hier. Finde ich gut. Also, hier kann gar nicht schief gehen. Oh, hier können wir wieder den Arm runter machen. Aha. Und dann müssen wir hier, das musste ich nämlich vorher auch, Sand auftürmen, um weiterzukommen. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen mehr hier. Kannst du dich drehen, Luigi? Danke. Sieht so aus, als würde es reichen. Ja, wunderbar. So. Oh, hier müssen wir wahrscheinlich Luigi hindurch schicken. Der sich spannenderweise darum kümmert. Oh, ihr seht das wieder mal nicht. Da sind so Schlangen, die Gift spucken. Aber wir können hier... Ganz entspannt durch. Und eine Leiter? Ist das die erste Leiter in-game? Ne, wir hatten schon welche. Ja, doch, wir hatten schon viele Leitern. Nur war gerade irgendwie ein bisschen... Ein bisschen neu tatsächlich mit den Leitern. Wir haben schon 22.000 Euronen, Geld, Dollar, was auch immer die Währung hier ist. Sieht doch schön aus. Abgesehen davon, dass der Typ da kein Kopf, also die Statue da keinen Kopf hat, ist so alles super. Da oben ist eine Tür. Vielleicht führt ja ein Weg nach draußen. Du musst irgendwie zu dieser Tür gelangen, Luigi. Ja, das hatte ich vor. Also das habe ich jetzt vor. Es gibt Mumien. Luigi's Mansion 2-mäßig.
Hier ist Feuer. Wenn du hier reinrennst, dann brennst du. Nein! Das macht keinen Sinn. Eine Mumie besteht aus Tüchern. Professoren würden auch sagen Toilettenpapier. Aber da widerspreche ich. Nee, ich das, kann ich die Dinger aufmachen? Weil dann... Nicht, dass jetzt alle 5 Minuten hier Mumien rauskommen. Kennt ihr diese russischen Figuren? Wenn man die aufmacht, ist eine kleinere drinne und eine kleinere. Mahadratscha oder wie das heißt? Boah, wehe, das heißt nicht so. Das wäre jetzt voll undes. Oh, aber ein Kristall-Tiger, ja. Nehme ich mit. Ich komm... Das ist ja maximal unfair. Was ist das denn? Auf einmal spawnt eine Kugel und ich kann nicht weiter Staubsaugermeister machen hier. Schön, dass es dafür ein Kristall gibt. Ich weiß nicht, wo ich laufen darf. Hä? Die kann ich nur aufmachen. Warum kann man nicht alle aufmachen? Ich hab wieder der Ball. Einen wunderschönen guten Hallo, Herr Ball. Kann ich dich wieder aufmachen? Ja. Wir gucken erstmal hier in alle rein. Eine Mumie, ich wusste es. Und ich bin mir sicher... Nein. Hä? Was ist das denn? Nee, jetzt ist da so ein blöder Hansi. Hallo? Ah! Da ist er. Herr von und zu Haraldsson. Sie sind geschnappt. Hm, ich will ungern noch weiter aufmachen. Wieso rollen die denn immer in meine Richtung? Das ist... Also, nee, nee. Jetzt gehen wir da unten rechts durch die Tür, die wir gesehen haben. Und schauen, was sich dahinter befindet. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Sind das Steine? Und... Schlangen. Ah, da ist so ein Ding, was wir machen müssen. Und wie viele Schlangen sind hier bitte? Oha! Ich hab die doch geblitzt. Man wird vergiftet. Gehen wir da hoch und betätigen den Hebel. Hallo? Nee, jetzt bin ich hier eingesperrt, oder was? Nee, das sind sie. Das sind die Laserraben. Nee, das finde ich jetzt gar nicht gut. Wir fangen mit dem in der Mitte an. Was muss ich machen? Okay. Eine Stampfattacke. X drücken ging nicht. Das war naheliegend. Nee, hör doch auf. Was kommt von oben? Oben kommt so ein Steinding runter. Sehe ich das? Let's go. Das hat gezählt. Kommt ja noch ein blöder Geist. Und dich kümmere ich mich danach, Kollege. Ich muss hier erstmal komische... Nee. Oh, das wird knapp. Bitte lass mich doch hier hoch. Let's go. Ja, ist safe. Da ist der Geist. Bisschen gegenhalten. Und auf Wiedersehen, mein Freund. Damit ist auch Öhr aus der Welt geschaffen. Ey, wir sind schon 16 Minuten in der Aufnahme. Boah, das wird heute, glaube ich, eine XXL-Folge, Guys. Und dafür könnt ihr doch alle mal einen Like da lassen. Ist das nicht toll? Und du öffnest mir jetzt aber auch hier die Tür. Das wäre jetzt sehr unfreundlich, wenn nicht. Oh, macht das noch was anderes? Aha. Aber dann geht der Sand ja nicht mehr runter. Hä, dann werde ich ja unter Sand begraben. Luigi, das ist nicht die beste Idee, die du bisher hattest. Hier könnte es ein Juwel geben, nicht wahr? Wie viel haben wir schon? Das ist lost. Ich zähle nicht immer mit. Das ist nicht gut. Ich will eigentlich zur nächsten Tür. Nee, ich bin da weg, bevor diese Riesenkugel kommt. By the way, das sind Buhu-Kugeln. Das ist voll funny.
Crocodile. Ach, ist das eine Waage? Kann das sein? Oh, oh mein Get It Damage. Da muss da ja eins mehr drauf. Nehmen wir mal den Sand weg. Ne, warte, wir machen es anders. Weil Luigi die ja hochheben kann, werden sie obviously leichter sein. Dann stelle ich mich stattdessen drauf. Zähle ich auch als Gewicht? Okay, ich wiege genauso viel wie ein so ein Ding. Und jetzt will ich wissen, ob Sand ebenfalls etwas wiegt. Wäre irgendwie komisch, wenn nicht. So. Dann. Ja, Sand wiegt was. Nicht allzu viel, aber ungefähr ein so ein Balken. Och nee, jetzt passiert das schon wieder. Aber du musst doch hier nicht alle 5 Minuten zumachen. Oh nee, was muss ich machen? 3. Ja, dann mache ich so. Nein, der ist draufgerollt. Dafür kann ich doch hier... Das ist unfassbar. Der ist jetzt wieder draufgerollt, weil ich weiß nicht mal, wie kann denn dieses Viereck rollen? Macht ja nicht mal Sinn. Noch ein Stück weiter. Let's go. Es wird resettet. Elefant ist ja das Schwerste. Da hätte ich gesagt, alle 3 drauf. So und so. What? Mehr Sand, weil es geht um ein einziges Ding. Das muss mehr Sand sein. Okay, 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 ich bin soweit. Ja, das ist unfair, dass ich mich in der Animation nicht bewegen kann. By the way. Ist ja kein Problem. Mehr Sand. Viel mehr Sand. So, jetzt aber. Jetzt muss es doch reichen. Let's go, da ist er, der Elefant. Das war's. Wir haben es geschafft. Ist das nicht schön? Let's go, die Tür öffnet sich für uns. Achso, nö, erstmal fährt diese blaue, ist es eine Blauschlange gewesen? Ja, fährt die blaue da. Und Luigi, der versucht uns weiterhin zu ersticken, aber... Ja, ist ja jetzt nicht mein Problem. Gibt's hier drin vielleicht noch was? Ich will hier halt... aber natürlich. Ein kleiner, freundlicher Herr Roder Geist. Dankeschön! Zu nett von euch! So. Wir sind auch nochmal weg hier. Wo ist der große Kollege hier? Komm, gar nichts kannst du. Hä? Der ist out of map. Ich komm... Hä? Was ein Bug, wie unfair. 1, 2, 3, 4. Ne, nur 3, wunderbar. Jetzt sitzt aber schnell raus hier. Jetzt schon unangenehm. Oh, wie cool. Da war gerade der Düstermodus Luigi's Mansion. Ja, übertreibt es doch nicht. Ah! Ja, die Kugel ist... Weg da, weg da, weg da. Hallo, 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 hallo. Auch dagegen rennen. Und ziehen, ziehen, ziehen. Komm, 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 schnell. Weg mit dir. Ist da noch eine Mumie? Oh mein, über ihr. Jetzt übertreiben sie es aber auch.
Was? Das müssen wir auf jeden Fall gleich machen. Komm schon. Oh, das ist mega knapp gewesen jetzt. 1, 2, 3, 4, 5. So, die Mumie da hinten scheint noch eine Weile zu brauchen. Oh, der Dog! Hallo! Wie geht's dir? Ich glaube, der mag die Katze. Nur Geld? Oh, ich finde, das wäre jetzt auch ein Putzelteil wert gewesen. Ich find's auch cool, wie die sich die ganze Zeit gegenseitig, also wie sich die Fallen, die Mumien besiegen. Was halt irgendwie ein bisschen lost ist. Aber ist okay. Jetzt habe ich es hier gemacht. Gibt's auf der rechten Seite auch sowas? Geradeaus ist noch eine Tür, wo wir nicht waren. Ich weiß zwar immer noch nicht, wie viele Juwelen wir jetzt actually haben. Aber wenn uns, ich glaube, 1, 2, 3, 4 haben wir uns, fehlt halt noch einer. Und wir müssen die da reinfallen. Warum ist hier ein X hier links? Seht ihr das? Da? Ach so, das ist wahrscheinlich dann auch eine Form. Ja, okay, macht Sinn. Oh, es passieren Dinge. What? Da wird Gift reingepumpt? Nee, das finde ich jetzt aber gar nicht gut. Okay, Kugel. Dumm. Also unfair vor allen Dingen. Obviously, er visiert das an. Oh no. Mach doch auf hier, hallo. Viereck, Viereck. Welches, das da? Junge, da, also das... Die Controls sind maximal unfair. Wir werden die ganze Zeit gehen. Kann hier drin auch was sein? Oh, bestimmt kann da drin was sein. Ja. Da drin ist sogar was. Was fehlt uns noch? Nochmal ein Dreieck und nochmal ein Viereck. Hier ist noch ein Kreis. Oh ja, der fehlt uns auch noch. Kannst du bitte... Hallo. Ich check's auch nicht. Warum nicht? Was war jetzt seine Intention? Nicht... Nee, dann lassen wir uns halt Zeit. Luigi, du musst jetzt an Gift sterben. So. Oh, Mann, lauf. Und warum? Er bleibt doch immer stehen wie der letzte Loser. Nur damit. Damit wir. Da rein. Luigi, komm. Du hast schon ein Auto-Aim bekommen. Oh, okay. Das ist akzeptabel. Das ist was man tun kann. Wundervoll. Ich war eigentlich... Ist das ein Kamel? Als ob, einfach hier. Hä? Ah, für die Form vorne. True, da war ja noch was. Let's go. Nächstes Ding. Freigeschalten, geschlossen. Tür geöffnet, Schlange geschlossen. Wie auch immer man es nehmen will. Auch wenn das nicht das Erste ist, was ich tun würde, wenn ich eingesperrt bin, meinen Fluchtweg nach unten zu verbauen. Aber das ist ja nicht so schlimm, Guys. Hashtag gute Idee in die Kommentarbereich, Funktion, Chat, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Da rein. Und was passiert dadurch? Die Wand öffnet sich und ein weiteres Juwel kommt uns. Ist schon wieder unfassbar hier. Ein bisschen clanky ist das Spiel dann doch, aber das ist okay. Es fehlt nur noch ein Juwel. Wo könnte das sein? Wo könnte das sein überlegen?
ist der smarte Boy. Ja. Warum sind die Türen zu? Ich hab's gerade oben noch auf der Map gesehen. Seht ihr das? Das ist zugeschlossen. Oh, kommen wir jetzt oben durch das Loch raus? Ah, das würde Sinn machen. Ne, jetzt kommen jetzt mal noch mal ein paar Geister. Bitte, da ist so ein Erschreckgeist gewesen, glaube ich. Oh, let's... Go! 1, 2, 3, 4. Wunderbar. Aber die können wir ja im Sand gut sehen. Die hinterlassen ja eine Spur, so viel ich weiß. Komm, bitte, 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 bitte. Noch ein Stückchen. Weiter, weiter. Nein, 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 nein. Wie soll man das denn in einem Zug schaffen? Also... Ich hab ja das Achievement. Ich hab's ja schon einmal geschafft. Aber wie soll denn das möglich sein? Ja, okay. Schön, dass ich da hinten auch alles sehen kann. Ich saug... Also hier sterben ist was, was passieren wird. Nein. Ja, er hat noch 3 Leben. Was will er eigentlich? Ich will das Herz. Oh mein Gott. So, und auch er kommt zurück. Ich kann nicht sagen, dass ich ihn getötet habe, weil ein Geist ist ja schon tot. Ich habe ihn eingesaugt. Nein, habe ich doch nicht. Mit 5 spaßigen Leben hat er nämlich überlebt. Ist das nicht toll? Wo ist das Herz denn hier? Ach so, wir kommen jetzt an die Tür nach da hinten. Ich glaube, das war die Intention. Wahrscheinlich steigt das jetzt einfach nicht weiter, weil... Game Physics. Oh. Hier wird jetzt auf jeden Fall nochmal alles auf Krampf durchsucht. Abgesehen von Goldspinnen könnte sich hier nämlich auch tatsächlich das letzte Juwel befinden. Das hier zum Beispiel ist sus. Warum die Steuerung auch immer so wack ist? Bitte Juwel, komm schon. Nur Geld. Oh, finde ich nicht gut. Was? Okay, da war nichts drin. Oh, das war knapp. Sage ich jetzt so. Ah, da ist eine Fackel. Wo ist das letzte Puzzleteil? Wo ist das letzte Juwel? Eben war es doch noch hier. Luigi, was versuchst du? Als ob! Hä, wie cool ist das denn? Naja, weiß ich nicht. Hier muss jetzt halt noch irgendwie das letzte Juwel sein. Ich weiß jetzt echt nicht, wo das ist. Aber ich kann es euch ja einfach am Ende der Folge dazuschneiden. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir mal nach draußen. Weil das ist ein riesengroßes Ausrufezeichen, das uns sagt, geh mal da durch. Und ich würde sagen, das tun wir jetzt auch mal.
Yeah, I don't like this. Wir kämpfen gegen eine Sandskulptur, ist das nicht? Oh mein Gott. Oh, ich kann die aufsaugen, die Schlangen. Ah, gut zu wissen. Ja, hä? Oh, wow. Okay, die Schlangen aufsaugen. Und was habe ich dann davon? Oh, da passiert noch was. Okay, let's go. Ist es ein Drei-Phasen-Kampf? Wir werden es sehen. Leben. Das heißt, theoretisch in einem Run machbar jetzt. Wir werden sehen, ob es dreiphasig wieder gescriptet ist oder nicht. Direkt hingehen und das Gesicht wegsaugen. Passiert, was passiert? Was hätte ich da machen sollen? Let's go. Erstmal hier drüber springen. Oh, Herzen. Ja, kann man mal mitnehmen. Was passiert? Was passiert? Direkt weitersaugen hier. Gar keine Zeit verlieren. Oh, die machen einen doppelten Angriff. Das ist unfair. Let's go, direkt hier wieder Sand wegmachen. Hallo? Nein, wie kann mich das denn getroffen haben? Also das ist jetzt ja schon Scam. Aber das hält's auch gar nicht auf davon. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Let's go. Ich finde es immer so cool, diese Einsaug-Animation der verschiedenen Geister. Wie die immer so ein bisschen individuell passend zum Charakter sind. Das finde ich voll cool. So. Sammeln wir den Aufzugknopf ein. Wunderbar. Oh, okay, Luigi. Von mir aus. Bringen wir den Knopf zurück zum Aufzug und überlegen, wo das letzte Juwel sein könnte. Denn ich weiß es tatsächlich nicht. Und ich würde sagen, an der Stelle blende ich das dann auch ganz kurz ein, wo sich das Juwel befindet. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob das vorher schon hier war oder wir das erst freischalten mussten. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Hier unten scheinbar müssen wir noch etwas tun. Nein? Ist da direkt das Juwel drinne? Ah ja, wunderbar. Let's go, damit haben wir alle Pyramiden. Alle Juwelen. Und Guys, beim nächsten Mal schauen wir uns dann Welt der Wunder an. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Like da lassen, abonnieren und die nächste Folge nicht verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderbar schönen Mittag. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.